Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Die Sonne lenkt viel kosmische Energie in eure Begegnungs- und Partnerschaftsthemen. Single-Damen treffen interessante, seriöse Kandidaten. Skorpione in fester Partnerschaft erleben einen sexy Monat. Es kann jedoch auch zu Konflikten um Geldthemen kommen. Eine Verlosung gibt es diesmal auch wieder. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, also zu den Aspekten, die für euch wichtig sind und längerfristig auf euch einwirken. Da haben wir einmal einen sehr schönen Aspekt mit Neptun, habe ich ja schon öfter darüber gesprochen. Ich nenne es den Tantra-Aspekt. Denn Neptun, der Planet der Romantik und spirituellen Liebe, steht in einem sehr günstigen Aspekt erstmal zur Krebssonne und außerdem im fünften Sonnenhaus, da wo es um Sexualität geht, um spielerischen Selbstausdruck, auch Kreativität ist auch sehr schön für kreative Skorpione, musische Skorpione. Aber es ist eben auch ein toller Tantra-Aspekt deshalb, weil ja Neptun als Spiritualitätsplanet eben im Haus der Sexualität steht und das bedeutet Experimente, bei denen man spirituelle Kräfte und sexuelle Kräfte zusammenbringt, stehen da unter besonders guten Sternen. Das ist etwas, wo viele Skorpione sowieso dran interessiert sind, aber wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann ist das eben ein super Aspekt, um das auszuprobieren. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 4. und 9. November Geburtstag haben. Dazu kommt jetzt im Mai noch, dass es da noch eine Spannung zum Mars gibt, und zwar vom 7. bis 12. Mai. Da kann es dann sein, dass diese schönen Träume in Konflikt geraten mit denjenigen von euch, die in einer festen Partnerschaft sind. Da gehe ich aber gleich noch näher drauf ein. Dann haben wir Pluto, der ja euer Herrscherplanet ist. Der steht im Steinbock und damit einem günstigen Winkel zur Skorpionsonne. Ist also auch ein guter Aspekt für euch und bedeutet in dem Fall, dass ihr sehr überzeugend wirkt in eurer Selbstdarstellung, in Gesprächen. Wenn ihr was erreichen wollt, habt ihr da einen sehr, sehr guten Auftritt. Manchmal müsst ihr aufpassen, dass ihr es da nicht übertreibt, aber ihr seid jedenfalls jetzt sozusagen verfügt ihr über die Macht und Kraft der Worte, ne? Und deswegen müsst ihr natürlich auch genau darauf achten, was ihr sagt, denn es hat besonders viel Macht, was ihr sagt zurzeit. Und das gilt besonders für diejenigen, die zwischen dem 10. und 14. November Geburtstag haben. Und zu dem Pluto geht die Venus ins Quadrat in diesem Monat. Und das wird um den 25. rum sein. Das ist Teil der heißen Phase, die ich schon in der kosmischen Schwingung angesprochen habe. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Wir kommen nämlich dann jetzt zu den aktuellen Konstellationen und wie die sich diesen Monat auf euch auswirken. Wir fangen an mit dem Neumond vom 26. April, der das Thema der nächsten 4 Wochen vorgibt. Und dieser Neumond findet bei euch im Haus der Partnerschaft statt. Das ist natürlich super fürs Liebeshoroskop. Das heißt also, die Liebe ist die nächsten 4 Wochen Thema Nummer 1 bei euch, beschäftigt euch sehr stark. Diejenigen, die gebunden sind, können daher Energie in ihre Partnerschaft investieren. Diejenigen, die noch jemanden kennenlernen möchten, haben sehr gute Chancen, jemanden zu begegnen. Besonders Skorpion-Damen, da die Sonne auch für seriöse und gestandene Herren steht. Ja? Und wenn die dann im Partnerhaus läuft, kann man also wirklich Typen kennenlernen, die was drauf haben und die sich echt eignen als Partner und jetzt nicht nur so einen lockeren Flirt anfangen, sondern eben vielleicht wirklich was anfangen, was Bestand haben könnte. Das ist also sehr schön für euch. Begegnung ist überhaupt groß geschrieben, den ganzen Monat über und insofern ist das sicherlich ein toller Monat für euch. Die Erfahrung zeigt allerdings auch, dass wenn die Sonne und auch andere Planeten jetzt hier genau gegenüber dem Skorpionzeichen stehen, dass das auch so ein bisschen das Konfliktpotenzial erhöhen kann. Die Bereitschaft, sich mit dem Gegenüber zu streiten und auseinanderzusetzen, scheint zu steigen. Der Skorpion geht ja an sich auch keine Auseinandersetzung aus dem Weg, wenn er sie für nötig hält. Und insofern kann das also auch ein bisschen zu Reizbarkeit führen. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich da gemacht habe. Und insofern passt einfach ein bisschen auf. Ne? So wie auch schon im letzten Monat, wo der Mars da bei euch durchgelaufen ist, gilt auch diesen Monat, dass man sich lieber anregen lassen sollte, als sich jetzt über den anderen aufzuregen und zu streiten, weil dann hat man einfach mehr davon.
Dann haben wir Tanz in den Mai am 30. Da stehen eure Sterne gut, denn der Mond steht im Krebs und damit im günstigen Aspekt zur Skorpionsonne. Ist aber auch ein bisschen empfindlicher Mond, ne? Also da müsst ihr schon ein bisschen sensibel sein, dass ihr da eurem oder eurer Angebeteten auch die richtigen Worte zuflüstert. Interessant ist, dass wir den Mars, der für euch im Haus der festen Partnerschaft steht, hier in einer Spannung zur wilden Göttin Lilith haben. Das ist eine spannende Konstellation, die allerdings dazu führen könnte, dass ihr vielleicht dazu neigt, fremd zu flirten, und das könnte dann zum Konflikt führen oder dass ihr eben zum Tanz in den Mai doch eine sehr, sehr heiße Situation erlebt, wo ihr dann vielleicht nicht gleich darüber nachdenkt, was die für Konsequenzen haben könnte. Und diese Konstellation bleibt auch noch bis zum 4. Mai spannend am Himmel. Da müsst ihr also ein bisschen drauf achten. Und damit sind wir beim Beginn des Monats. Die Sonne steht weiterhin im Stier in eurem Partnerhaus und bringt da viel Licht und Liebe rein. Der Mars, wie gesagt, hier in eurem Ehehaus, also alle, die feste Bindungen haben, da könnte es zu Konflikten kommen. Es ist aber auch eine sexy Konstellation, ne? Besonders solange hier diese Spannung mit Lilith besteht. Da geht es vielleicht auch um eure gemeinsamen Werte. Vielleicht gibt es da auch ein bisschen Gerangel drum, was ihr da machen wollt, was ihr euch vielleicht anschaffen wollt. Auf jeden Fall ist es eine sehr belebende Konstellation für feste Bindungen, auch eine sexy Konstellation, aber eben auch eine mit einem gewissen Konfliktpotenzial. Also achtet da auch mal ein bisschen drauf, gerade zu Beginn des Monats, dass ihr euch da nicht streitet, sondern dass ihr es vielleicht lieber auf einer sexy Ebene auslebt. Dann habt ihr den Monat über die Venus im Zeichen Widder. Die steht den ganzen Monat in eurem Jobhaus. Und das heißt, dass ihr vielleicht im Büro flirtet. Liebe im Büro kann das heißen. Kann auch sein, dass ihr Lust habt, euren Arbeitsplatz zu verschönern oder überhaupt euren Alltag zu verschönern. Es ist auch eine günstige Konstellation für die Gesundheit, wenn die Venus dort steht, um sich was Gutes zu tun. Vielleicht ist das auch das Thema. Gerne auch zusammen mit dem festen Partner jetzt im Mai. Dann haben wir den Merkur auch im Widder, auch in der Position hier in eurem Alltagshaus. Und der wird am 3. wieder direktläufig. Das ist sehr günstig für den Job. Vielleicht haben sich da in den Wochen vorher Missverständnisse ergeben. Sachen wurden verlegt, Informationen kamen nicht an. Und da kommen die Dinge dann wieder in Gang. Dann haben wir gleich am Freitag, den 5., einen Top-Tag für euch. Und zwar bildet da der Mond einen schönen Aspekt zur Sonne, die im Partnerhaus steht, und verbindet das Ganze hier mit Romantikplanet Neptun. Das ist halt sehr schön für süße Begegnungen und für einen schönen, liebevollen Austausch. Denn ihr solltet eins wissen, die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn die Sonne im Stier ist, dann ist sie ja eben in Opposition zur Skorpionsonne. Und das kann auch reizbar machen. Ja, also mancher Skorpion ist im Mai besonders auf Krawall gebürstet, deswegen setzt sich gerne auseinander mit dem Partner. Also da vielleicht ein bisschen aufpassen. Lieber Anregung als Aufregung wäre dann die Devise, so ähnlich wie auch schon im April, wo ja der Mars da durchgelaufen ist. Genau. Dann ist der Vollmond. Der ist natürlich auch sehr an- und aufregend für euch, denn der spielt sich nun gerade bei euch im Zeichen ab. In der Nacht von Mittwoch, den 10. auf Donnerstag, den 11., der Mond steht im Skorpion in eurem Zeichen, die Sonne im Begegnungshaus. Ist toll, um neue Leute kennenzulernen, Begegnungen zu haben, aber auch das kann zur Reizbarkeit führen, weil auch gerade Mond im eigenen Zeichen auch empfindlich macht, auch gegenüber den eigenen Gefühlen. Also achtet eben auch hier wieder darauf, dass Begegnungen anregend sind und euch nicht zu sehr aufregen. Dann kann das alles sehr schön werden für euch. Genau. Außerdem könnt ihr auch eine Erkenntnis jetzt haben über eure Partnerschaft oder auch Wunschpartnerschaft jetzt zu Vollmond, wenn ihr zu Neumond ein bisschen drüber nachgedacht habt, wo es für euch partnerschaftlich lang gehen soll im Mai. Dann haben wir diese spannenden Konstellationen am 10. und 11., wenn der Mars hier eine Spannung bildet zu dem Romantikplaneten, der steht ja sehr schön für euch, wie gesagt, im Haus der Sexualität, aber hier haben wir den Mars. Und das ist jetzt hier der feste Partner. Das ist dann hier die Frage, habt ihr vielleicht eine heimliche Affäre angefangen oder träumt ihr einfach euch nur irgendwo hin und der Partner, der stört das jetzt auf oder rührt das auf oder sticht da genau rein, da mit dem Mars, ist auch eine intellektuelle Kraft, also vielleicht sagt er auch was, was ihr als verletzend empfindet. Das ist jedenfalls ein bisschen eine heikle Situation, besonders dann, wenn Neptun Heimlichkeiten irgendwas Heimliches läuft. Und das fünfte Haus ist halt auch das Haus der Affären. Also alle Skorpione,
die in fester Beziehung sind und vielleicht trotzdem was Heimliches laufen haben, müssen in diesen Tagen besonders aufpassen. Das geht so etwa vom 8. bis 12. insgesamt, diese Spannung. Da müsst ihr also wirklich drauf achten. Und ihr habt gleichzeitig aber eben auch den guten Aspekt hier zu Jupiter, der für euch im 12. Haus steht. Das heißt, der so ein bisschen aus dem Hintergrund wirkt. Jupiter sind ja Förderer und Unterstützer auch und gute Allianzen. Also vielleicht gibt es da jemand, der euch aus dem Hintergrund unterstützt. Vielleicht ist es aber auch jemand, der es jetzt hier gut meint und eurem festen Partner irgendwas verrät, was der gar nicht wissen sollte. Also wie gesagt, das ist so eine Konstellation, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Genau, dann haben wir am 16. Mai die Konstellation, dass der Merkur jetzt dann in den Stier geht und damit in euer Partnerhaus, was also auch wieder die Partnerschaften und auch die Gespräche mit Partnern betont und das Ganze recht harmonisch zur Skorpionsonne. Das heißt also, da kann man dann eben auch ins Gespräch kommen über Sachen, die vielleicht schiefgelaufen sind und sich vielleicht wieder vertragen. Ja, das wäre gut. Dann habt ihr am 19. einen Top-Tag, wenn nämlich der Merkur im Partnerhaus sich hier mit dem Mond verbindet, der in den Fischen auch steht. Das heißt also, das sind romantische Gespräche, liebevolle Gespräche, dann hier auch fünftes Haus, also Liebesgeflüster, vielleicht auch schöne Liebesfantasien, die man da ausleben kann. Das ist auf jeden Fall eine günstige Konstellation, ein guter Tag für euch. Und damit beginnt auch die heiße Phase, wo die Venus in diese ganzen Spannungsaspekte geht. Bei euch ja, wie gesagt, hier im sechsten Haus des Jobs, Liebeleien im Büro oder so vielleicht, ne? Und dann ist da vielleicht ein Bad Boy dabei, in den ihr euch da verliebt habt und dann kann es zu Ärger kommen. Ihr wisst ja auch, dass es immer schwierig ist, mit Kollegen eine Liebschaft anzufangen. Also da, wenn da irgendwas läuft, was schwierig ist, dann könnte sich das eben in diesen Tagen zwischen dem 19. und dem 25. ein wenig zuspitzen. Und ja, da müsst ihr halt aufpassen, aber ihr seid ja an sich auch immer sehr diskret. Es kann auch sein, dass sich hier erstmal Förderer, Unterstützer, die vielleicht auch heimlich aus dem Hintergrund wirken, zeigen. Und wenn dann eben am 25. die Venus in diese Spannung zu Pluto geht, dann kann es sein, dass ihr hier mit dem Pluto, der für euch im Haus des Redens steht, vielleicht auch was sagt, ja, was das hier zum Auffliegen bringt. Also ich habe das den Heinzelmännchen-Aspekt genannt. Also man soll diejenigen, die einem heimlich unterstützen, nicht bloßstellen. Das würde ich euch empfehlen. Aber ehrlich gesagt traue ich es den Skorpionen eigentlich kaum zu, weil die ja eigentlich von Natur aus Geheimniskrämer sind, die also immer aufpassen, dass ihre geheimen Trümpfe nicht an die Öffentlichkeit geraten. Also trotzdem, achtet da mal einfach drauf. Während dieser Zeit, am 20. geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge, geht damit eben auch in das Haus der festen Partnerschaft, der Verbindlichkeiten. Es bringt da auch nochmal Licht rein, Licht und Liebe und vielleicht einfach auch eine Energie für gemeinsame Abmachungen, dass ihr da nochmal drüber nachdenkt. Und dann gibt es am 24. einen Top-Tag für euch, wenn nämlich dann auch der Mond hier im Partnerhaus nochmal in die Verbindung zu Neptun geht und auch dann hier wieder romantische Gespräche fördert, weil ja auch der Merkur dort steht im Partnerhaus und dann eben hier eine schöne Verbindung, das Ganze und ein günstiger Aspekt zu eurer Skorpionsonne. Dann haben wir ja den Neumond. Am 25. der bringt dann auch wieder frischen Wind, Licht und Liebe in eure feste Partnerschaft. Interessante neue Gespräche, vielleicht eben auch nochmal das Nachdenken darüber, über eure gemeinsamen Abmachungen, was euch wichtig ist und dass ihr nochmal drüber sprecht, wo ihr da in den nächsten 4 Wochen miteinander hin wollt. Vielleicht wollt ihr euch was zulegen für den Sommer oder eine gemeinsame Reise planen, die eben auch Geld kostet. Das muss ja dann auch alles besprochen werden. Und dafür habt ihr dann ab dem Neumond eine gute Phase für die kommenden 4 Wochen. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Am 28.05. ist dann nochmal ein Top-Tag für euch. Sehr inspirierender Top-Tag. Denn da haben wir den Mond im Haus der Inspiration. Toller Aspekt auf Merkur im Haus der Partnerschaft und der Neptun im Haus der Sexualität. Sehr inspirierende Zeitqualität da für euch. Und es ist ein Sonntag. Also da würde ich ein gemeinsames Frühstück im Bett empfehlen und dann vielleicht einen Tag, wo man gemeinsam was unternimmt. Dann am 29. Haben wir Mars und Saturn. Die stehen dann da in Spannung miteinander. Ist vielleicht auch hier wieder der feste Partner. Also wenn ihr darüber gesprochen habt, ob ihr euch vielleicht was anschaffen wollt, dann ist das so der Tag, wo man erst nochmal wieder innehält und sagt, ist das vielleicht zu teuer, oder ihr dann hier mit Saturn in eurem zweiten Haus sagt dann vielleicht, nee, das ist mir zu teuer
und blockiert das erst nochmal. Aber da kann man ja dann nochmal drüber reden und nochmal drüber nachdenken. Denn das Ganze wird dann Teil sein einer sehr schönen Konfiguration, die viele blaue Aspekte, viele Lösungsansätze beinhaltet, ne? Auch für euch dann. Und für euch ist dieses Ende des Monats auch nochmal ganz toll beruflich und finanziell, um da zu Lösungen zu kommen und voranzukommen oder die technischen Neuerungen, die bei euch angesagt sind, gut zu integrieren für die Zukunft. Ja, meine lieben Skorpione, soweit also eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr etwas Näheres wissen wollt über euer persönliches Horoskop, wo es für euch lang geht oder vielleicht eine Partnerschaftsberatung braucht, dann schaut euch doch einfach mal auf meiner Webseite um. Da habe ich alles aufgelistet, was ich an Beratungen im Angebot habe. Und da könnt ihr euch was aussuchen. Und wenn ihr wollt, auch gleich bestellen und bezahlen. Und dann kriegt ihr von mir eine E-Mail und dann machen wir einen Termin. Das funktioniert wunderbar und vielleicht ist ja da für euch auch was dabei. Und zur Verlosung. Diesmal gibt es bei mir wieder 15 Minuten Kurzberatung zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr euch beteiligen wollt, dann postet mir doch bitte hier einen interessanten, netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Und dann noch ein Tipp, meine Akademie, da gibt es jetzt einen neuen Termin am 6. Mai. Da geht es um Liebe und Partnerschaft im Horoskop. Ja, ihr Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.